Hallo und herzlich willkommen bei Waldis Pizzakanal. Ich darf euch heute ganz herzlich zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal begrüßen. Im heutigen Video habe ich wieder was ganz Tolles für euch. Und zwar werden wir endlich mal wieder einen Pizzaofen testen. Ich habe hier den Pizzaofen von Bernhard, den Nero. Das ist das erste Mal, dass wir einen holzbefeuerten Pizzaofen bei mir testen. Ich freue mich unheimlich drauf und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem neuen Video. Ja, bevor wir jetzt leckere Pizza backen können, müssen wir den Ofen natürlich auspacken und aufbauen und dabei können Sie mir jetzt mal zuschauen. So, ich habe jetzt mal die ganzen Einzelteile ausgepackt, was ich wirklich ganz toll finde, dass man hier eine Pizzaschaufel mitgeliefert bekommt. Somit muss man sich nicht noch extra eine kaufen. Ich werde mir jetzt als allererstes mal die Bedienungsanleitung durchlesen, damit ich weiß, wie man den Ofen zusammenbaut und dann sehen wir uns wieder. Ja, das Durchlesen von der Bedienungsanleitung, das hätte ich mir eigentlich sparen können. Der Aufbau war wirklich kinderleicht und selbsterklärend. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht mal 5 Minuten gebraucht. Im Endeffekt musste man nur die Griffe festschrauben, den Kamin draufstecken, die Haube festschrauben und das war's auch schon. Also das ging wirklich richtig schnell. Ich hätte gesagt, ihr kommt jetzt einfach mal etwas näher her, dann zeige ich euch den Ofen aus der Nähe. So, ich hätte gesagt, wir schauen uns den Ofen als allererstes mal von vorne an. Hier können wir dann unsere Ofentür sehen mit integriertem Thermometer und hier ist noch eine Klappe, damit wir in unseren Ofen schauen können, wie weit unsere Pizza schon ist. Wenn wir die Tür mal auf die Seite stellen, dann können wir auf unseren großen Pizzastein sehen. Der hat eine Größe von 33 auf 33 cm. So, jetzt werden wir mal auf die Rückseite von unserem Ofen schauen. Hier können wir jetzt noch den hohen Schornstein sehen, wo es dann später schön rausrauchen wird. So, und auf der Rückseite können wir dann auch noch mal 2 Griffe sehen. Hier unten haben wir eine Feuerschale, wo wir unser Feuer später anzünden werden. Und hier oben haben wir dann noch einen Nachfüllschacht. Hier werden wir einfach während des Betriebes ab und zu mal ein bisschen Holz oder Pellets oder Briketts nachfüllen. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon zum Ofen. Und ich hätte gesagt, wir werden den jetzt mal anschüren. So, zum Anzünden und auch zum Pizzabacken bin ich jetzt auf einen anderen Tisch gewechselt. Ohne Tischdecke, hier kann immer ein bisschen Glut runterfliegen. Deswegen achtet einfach darauf, dass ihr einen Untergrund habt, der nicht allzu brennbar ist. Ja, apropos brennbar, ich habe uns hier schon mal unseren Brennstoff vorbereitet. Und zwar haben wir hier trockenes Eichenholz. Ihr könnt auch andere Holzarten nehmen. Achtet aber bitte darauf, dass das Holz trocken ist. Dann haben wir hier unsere Anzünder. Das sind so Natur-Holzwolle-Anzünder. Das ist eigentlich ideal geeignet. Hier solltet ihr keinen Spiritus oder solche weißen Anzünder nehmen. Achtet einfach darauf, dass ihr was Naturbelassenes habt. Und hier habe ich dann noch Holzpellets. Die werden wir zum Anzünden nehmen. Und später werden wir dann immer ein bisschen Holz nachgeben. So. Genug geredet, jetzt werden wir unseren Ofen anzünden. So, als allererstes hole ich mir den Schubkasten hier jetzt mal raus und gebe hier einfach mal 2 von unseren Anzündern rein.
Und die werde ich jetzt einfach mal anzünden. Und jetzt gebe ich einfach noch ein bisschen Pellets drauf. Bitte nicht zu viel, weil sonst kriegt das Feuer nicht genug Luft und geht nicht gescheit an. Wenn das Ganze dann so ausschaut, dann könnt ihr es reinschieben. Und jetzt einfach mal 5 Minuten warten, bis das Ganze sich ein wenig entzündet. Und dann werden wir auch schon Holz nachlegen. So, jetzt habe ich das Ganze für circa 5 Minuten brennen lassen. Die Pellets haben sich jetzt schön entzündet. Und jetzt werden wir mal hier oben einfach ein bisschen Holz nachlegen. Und da auch nicht zu viel. Da wir den Pizzaofen heute zum ersten Mal befeuern, da empfiehlt der Hersteller, dass man den jetzt einfach mal 30 Minuten bei voller Pulle durchbrennen lassen. Es sind einfach noch Produktionsrückstände am Metall und die wollen wir ja nicht auf unsere Pizza haben, sage ich jetzt mal. Deswegen muss man den 30 Minuten richtig gut einheizen. Ja, ich habe es ja bereits angesprochen, unser Bernhard Nero muss jetzt 30 Minuten aufheizen, damit einfach alle Produktionsrückstände vollständig verbrannt sind. Wenn ihr den Pizzaofen dann das zweite Mal nutzt, dann reichen normalerweise auch schon 15 Minuten aus, damit der Pizzaofen Betriebstemperatur hat. Wir werden die Zeit jetzt aber sinnvoll nutzen. Wir werden uns gleich mal eine richtig tolle Pizza vorbereiten. Dazu habe ich uns schon mal einen richtig guten Pizzateig vorbereitet. Das Rezept werde ich mal hier oben verlinken. Hier haben wir dann eine richtig leckere Tomatensoße aus San Marzano-Tomaten, ein bisschen Büffelmozzarella, frischen Basilikum, ein wenig gutes Olivenöl. Und ich hätte gesagt, ihr kommt jetzt einfach mal her und ich zeige euch, wie ich meine Pizza heute zubereite. Ja, ich habe uns jetzt ja eine richtig schöne Pizza Margherita vorbereitet. Unser Ofen hat jetzt genügend Zeit gehabt, sich richtig aufzuheizen. Ich habe gerade mal geschaut, der hat jetzt ca. 400 Grad gehabt. Ich habe immer mal wieder ein paar Pellets und immer mal wieder ein paar Holzscheide nachgelegt. Und jetzt ist er bereit. Jetzt gehen wir rüber und backen uns eine richtig leckere Pizza. So, Pizza müsste fertig sein. Schauen wir sie uns mal an. Und die schaut doch wohl mal mega, mega lecker aus. So, jetzt gehen wir rüber und werden sie probieren. Ja, wie gesagt, mit meinem ersten Versuch bin ich mehr als zufrieden. Optisch ist es schon mal eine Nummer 1. Natürlich muss sie auch noch schmecken, deswegen werden wir sie jetzt mal probieren. So, der Boden ist auch schön braun und kross geworden. Und jetzt werde ich mal reinbeißen. So, ich muss sagen, die Pizza schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. Ein schöner, großer Boden, ein richtig fluffiger Rand, das passt alles perfekt. Ich bin mit dem Ofen auf jeden Fall sehr zufrieden.
Es war auch wirklich nicht schwer, den anzuzünden und dann auch am Brennen zu halten. Das ging eigentlich ganz einfach. Wem das dennoch zu viel Arbeit ist, für den habe ich auch eine gute Nachricht. Den Ofen gibt es auch mit Gasmodul zum Nachrüsten. Kostet ca. 90 Euro, ist auch für jeden erschwinglich. Und dann hat man die Arbeit mit dem Holz weg. Was euch natürlich bestimmt noch sehr brennend interessieren wird, ist, wie viel der Ofen kostet. Der Ofen hier kostet 250 Euro und ist somit ein eher günstiger Ofen und für die meisten Leute erschwinglich. Ich kann nur sagen, ich war mit dem Ofen zufrieden, ich bin mit der Qualität vom Ofen zufrieden und den kann ich euch eigentlich auch weiterempfehlen. Ich hoffe, mein Video heute hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid. Macht's es gut, bis bald, ciao.